Das bringt mir jetzt voll viel. Ich habe mein Leben was schon doch auf Maximum verbessert, oder? Ja, habe ich. Gut. Merrick kriegt jetzt auf jeden Fall schwere Waffen. Das heißt, er kann das Ding jetzt auch tragen. Castor. Erhöht die Gesundheit des Generalfeldmarschalls. Ja, das könnten wir gebrauchen. Ihr kann ich die tolle Klinge geben. Die beiden sind arg am Hinterherhinken. Vielleicht nehme ich Burn auf diese Mission mal mit. Gebt ihr hier den Erfahrungsboost. Feinde, die vom Schild der rechtschaffenen Geschütze Verbündete. Na, nehmen wir das mal so. Was haben wir hier? Flammenwerfer, eine Energiefaust, eine Psi-Waffe oder eine Maschinenkanone? Flammenwerfer für ihn brauche ich nicht unbedingt. Eine Energiefaust für ihn auch nicht. Maschinenkanone. Sergeant Robbins Maschinenkanone, eine Level 10 Maschinenkanone. Fordert einen Artillerieschlag an, schaltet Fahrzeuge aus, lebt Infanterie, keine Levelanforderung. Warum also nicht? Das mit dem Limemass war halt unnötig. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die nächste Mission. Sicaris. Brüder und Schwestern. Die Schiffe der Menschen haben große Narben in diese Welt geschlagen. Manche davon tief genug, um das begrabene Weltenschiff zu streifen. Wir haben die Unendlichkeitsmatrix gefunden. Die Flammen sind sehr tief vorgedrungen und jeder Biodom, jeder Seelenstein. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Alle sollen sich am Rohrportalknoten melden. Sobald wir ins Netz zurückgekehrt sind, werden wir den Kanal zum Weltenschiff einstürzen lassen und dieses Grab für die Ewigkeit verschließen. Ah, Elda. Ich habe viele Fragen an Sie. Fragen. Okay, nehmen wir Burn mit. Ihr wagt es, dieses Grab zu schänden, ihr armseligen, seelenlosen Wilden! Na gut, wenn ihr unbedingt unsere Schreie hören wollt, dann werde ich euch mit dem Kreischen der Banshees zerfetzen! Mein Volk, schlachtet diese Bestien ab, lasst sie bluten und hackt sie in Stücke! Lasst sie nicht in die Nähe des Portals oder des Knotens! Ja, erstmal ballern wir alles um den Haufen. Ich erfasse das Objekt. Und auf der Map sieht es eigentlich so aus, als ob hier ein Gebäude zum Einnehmen wäre, aber ist keins. Und das ist echt praktisch, dass Merrick. Sich nicht mehr einrichten muss. So, da wir hier Geschwindigkeit brauchen erstmal im Augenblick, holen wir uns einen Gardistentrupp. Nur zu, Sir. Nachrichter sind hier. Ein Elder gefallen. Mit Waffen, schweren Waffen. Zerstören Sie den Warp-Portal-Knoten, und zwar bevor die Zeit ein abläuft. Schützt die Warp-Portale! Sie geben uns die Kraft, unsere Flucht zu beschleunigen.
Wenn wir eins verlieren, wird das die Abreise ins Netz verlangsamen. Wächter sind hier. Deswegen werden wir die zerstören. Kleines. Wir sind jetzt unterwegs. Ja. Ziel eliminiert. Ja, Mavics Waffe ist toll. Wir werden angegriffen. Nur nicht, wenn Einheiten im Nahkampf sind. Wir sind hier draußen festgenagelt. Ziel erobert. Ich erfasse das Objekt. Das ist jetzt nicht so toll. Sir, Sie haben uns festgenagelt. Genau, Burn. Ab in den Nahkampf. Macht diese blöde Antigravitationslanze tot. Das ist ziemlich zerstört. Nehmen das Ziel ein, Sir. So, Energie. Ich höre zu. Hat das auch Energie? Ja, das hat auch Energie. Wir haben den Anforderungspunkt, Sir. Zeit für etwas Bewegung. Also holen wir uns mal etwas schwere Waffenunterstützung. Machen daraus gleich mal einen Todesklingenpanzer. Bin schon unterwegs. Verstanden. Position Lehman Russ meldet Verbesserung. Die werden uns im Nahkampf zerfetzen. Ja, das ist der Todesklingenpanzer. Effektiv gegen alles. So. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Und unser Leben was ist sowieso ziemlich übel. Ich könnte fast schon gleich einen zweiten rufen. Warten auf, gehen wir in Deckung, da drüben. Stehen am Start. Elder, wir sind hier. Sir, Sie haben uns festgenagelt. Komm an, als Stadt. Jo. Elder, nächster Blieben was. Den machen wir aber dann zu einem anderen. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen. Oh, du fahr richtig rum, bitte. Burn, vorwärts. So, und dann macht das Ding kaputt. Wir sind bereit. Das Ding ausschalten. Unterwegs in Deckung. Dann gut. Los. Zeit für etwas Bewegung. Jetzt nehmen wir die Festung ein, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen bei unserem lieben Rust-Panzer, den wir haben. Obwohl, die gibt uns etwas Bevölkerungslimit, was praktisch ist. So, hier hoch, rum. Ja, kommt in Gang, Soldat. Wir haben ja jetzt genug Zeit, dadurch, dass wir die ersten beiden Warp-Portale zerstört haben. Wir sind bereit. Wir werden angegriffen. Das ist nicht so gut. Wir sind jetzt unterwegs. Rückzug. Rückzug, Rückzug. Befehle, jawohl, Sir. Hier gerade ist Befehle. Stehen bereit, rücken weiter vor. Hier, Kommandant. Gardisten sind bereit. Der Gardistentrupp sieht angeschlagen aus. Feindliche Truppen entdeckt. So einen Treffer habe ich nicht erwartet.
Das war einer meiner... Nehmen wir was? Wir sind hier draußen festgenagelt. So, weiter. Vorrücken, bitte richtig rum. So, weg mit dem Portal. Mach die blöde Lanze, blöde Kanone weg. So. Wächter sind hier. Sir, wir sind hier draußen festgenagelt. Elder Waffenteam hat angegriffen. Die Lungs auf dem Weg. Okay. Wir sind bereit. Wir werden angegriffen. Ziel vernichtet. Bringt mal die Infanterie hier hoch. Burn, du nimmst das ein. Gut. Wir haben den Punkt. Wir holen uns die Ressourcen hier noch. Füllen die mal auf. Ihr fahrt mal vor. Ihr könnt ruhig anhalten. Und noch einen Gardistentrupp rufen. So, neue Limlas-Panzer. Könntet ihr bitte den Phantomlord töten? Danke. So, jetzt könnt ihr euch um das blöde Gebäude kümmern. Ja, mal noch eine Raketensalve. Knabbert an unseren Körpern. Hirnloses Ungeziefer. Und fertig. Die Schiffe der Inquisition kommen zu allen in diesem Sektor. Es macht keinen Unterschied, durch wessen Hand ihr sterbt. Tja. Mission erfolgreich. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. Oh, Leibwächter der Gardisten. Den nehme ich gerne auf. Verbrauchsgegenstand. Ausrüstung der Gardisten zu verbessern. Und das, die Gradivverbesserung kriege ich jetzt. Na gut, dann nehme ich einfach die Waffe. Ja. Burn hat einen Stufenaufstieg. Gesundheitsbonus für Ogrins, warum nicht? Damit sollte das jetzt aktiviert sein. Genau. Ja, Bolter, den kann er einfach so heben. Und auch die Plasma-Kanone kann er so heben. Ja, das ist halt der Feldmarschall. Ich finde die Kanone eigentlich ganz cool. Das ist eine Waffe für die Inquisitorin. Deswegen bleibt der Bolter, wird er verwurstelt. Besten alles bei Burn.
So. Was bringst du? Geschwindigkeit, Fernschaden. Das klingt nicht schlecht. Weil der Ogrin bringt nicht so viel. Er bringt nur 20 Gesundheit und macht sie ein bisschen im Nahkampf stärker. Aber da der Squad des Fettmarschalls ja eher auf Fernkampf geht. Ja. Gut, würde ich sagen, starten wir noch in die Mission, die Militärfestung. Dort kriegen wir da das Upgrade hier. Blechköppel kriegen wir wahrscheinlich leider nicht mehr. Und katachanische Teufel auch nicht. Naja, hier hätte ich mir auch nicht viel anderes aussuchen können, außer die Erkennung des Kommissars. Gut. Ich habe eine Übertragung empfangen, die möglicherweise auf Abtrünnige hinweist, Sir. Diese Rüstung ist eine heilige Reliquie des Adeptus Astartes. Wir werden sie unserem Ordensmeister überbringen. Lord Kyras dient nun den dunklen Mächten. Du dienst nun den dunklen Mächten. Dieses Leichending, in dem wir stehen, ist kein geweihter Schrein eures Ordens. Es ist eine Kammer, die geplündert werden muss. Und dieser ausgegrabene Land Raider ist keine Reliquie, sondern Kriegsbeute. Und sie wird nach unserem Willen genutzt. Hallo? Bitte melden. Hören Sie mich? Was willst du, Helfe? Warum störst du? Ich bitte um Vergebung, mein Lord, aber wir haben noch einen gefunden. Ja, sie haben was Schönes gefunden. Lassen wir Lord Byrne mal wieder mit dem Spiel. Der ist doch ein bisschen verlässlicher als die Ogrins. Ein Baneblade wäre nützlich. Meinen Sie nicht auch, Sergeant Major? Das wäre er, Sir. Das wäre er. Die Zeit drängt, Generalfeldmarschall. Ist das wirklich nötig? Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Inquisitorin. Aber die Zeit zu nutzen, um dem Feind einen Baneblade wegzuschnappen und ihn für uns selbst einzusetzen, ist perfekt. Jo, holen wir uns den Baneblade. Wir werden angegriffen! Endlich mal. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das. Gardisten, ich sehe ihn, Sir. Sieht gut aus. Wir holen ihn jetzt. Jetzt haben wir einen Baneblade. Die gepanzerte Macht des Imperators. Wie ich mich drauf freue. Dämonischer Geschütz. Wir haben das Ziel in der Hand, Sir. Und die Baneblade-Kanone. Ziel eingenommen. Mit dieser Feuerkraft. Dieses Ding ist eigentlich auch arschteuer. Wir können aber keinen zweiten bauen, merke ich gerade. Marschbefehl bestätigt. Gardisten sind bereit. Gardisten sind bereit. Ihr Kommandant, ich höre. Bin schon unterwegs. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Aber das Ding hat erstmal richtig viel Panzerung. Jo, der Mainblade macht alles kaputt. Das Hauptgeschütz ist gut gegen feindliche Fahrzeuge. Sollten wir also gegen feindliche Fahrzeuge nutzen oder Gebäude eben. Hier zum Beispiel diesen blöden Schrein.